Dann folgt mir mal nochmal in die Stadt. Wir müssen noch einmal quer durch. Ich wollte nur meine Tränke kurz nochmal auffüllen. Oh, das wird sehr gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Okay. Ja, wir sollten alle zusammenbleiben und vielleicht nicht ausschwärmen zum Angreifen, sondern... Schleichen vielleicht? Also wie gesagt, ich habe mein Eisenschwert schon im roten Bereich. Dann geh mal ins Inventar, klick's einmal an und warte eine Sekunde. Ich hab Angst, dass ich gekillt werde. Was soll ich machen im Inventar? Dieses Schwert einmal anklicken. Einfach anklicken, also eine Sekunde warten, genau, rausheben, eine Sekunde warten, wieder hinsetzen. Ja, und jetzt? jetzt ist das Schwert wieder repariert, wenn du es wieder hinsetzt. Nein? Haben sie den Bug gefixt? Oh. Geht bestimmt nur mit Holzschwert. Nee, das geht auch mit Eisen. Okay, okay, also ich hinterher. Weil hier sind so viele Leute, das ist echt hier drin ist eine Kiste, die ich gerne hätte. Meine Hungerkeulen sind ziemlich am Arsch. Ich ja, deswegen wollen wir ja jetzt gerade dahin gehen. Lederhose, falls jemand braucht. Nee, sollten wir vielleicht hier drinnen stehen bleiben und das verteidigen? Wir gehen rüber noch ein Haus weiter. Ah ja, komm mit, Yannick. Und da können wir uns dann bei der Workbench verteidigen. Gute Idee, Alter. Aber wir sollten versuchen, diesen einen Golem oder Giganten zu klatschen und dann die Schwert zu bekommen. Alter, wir haben schon versucht, mit Martok zusammen einen zu klatschen. Das geht gar nicht. Nicht ist er so runtergegangen? Ja, okay. Ich bin schon hier unten, ja. Okay, hier kann man gut halten. Ja, eben. So, wir haben 2x8 Cookies jetzt. Und Cookies stellen auch Leben wieder her. Ich hab auch noch Kakao. Aber da wir jetzt... Nee, Kakaobohnen ist genau das, was ich nicht brauche, aber... Hast du Zombiefleisch? Ich hab 5 Zombiefleisch. Oder Melone, ja. Ich hab 1. Nee, für dich, dass du jetzt erstmal... Weil wir jetzt sowieso hier stehen bleiben. Ich hab noch einen Heal Potion. Nee, brauchst du nicht. Die Heal Potions möglichst nicht nehmen. Ich muss erst in mein ganzes Inventar was machen. Ich stehe, hier ist ein Spieler über uns. Über uns? Nicht gut. Halt euch bereit, Leute. Soll ich mich drum kümmern? Ich hab den gerade schon. Nicht laufen, während du vergiftet bist. Dann verlierst du Hunger. Ich lauf ja nicht. Doch, du läufst. Du einfach stehen bleiben. Nein, einfach stehen bleiben. Dann verlierst du am wenigsten. Indeed. Komm mal rein, hier kommt einer. Wo? Hier ist bei uns einer drin. Oh, der verfolgt. Okay, der, ja, lass die Zombies das regeln. Geh auf mich, gerade. Oh, Brightness, gut. Ich hab langsam Angst gekriegt. Oh, das war ein Spieler-Zombie. Ja, der wurde von mir einmal geklatscht, also. Aber ich hab voll Inventar, ich hab ein paar viele Kakaobohnen. Hinter dir. Komm mal hier runter. Also, du bist gerade im Spinnengewebe gefangen. So, komm mal. Nee, die kannst du nicht zerstören. Moment, ich geb dir mal ein bisschen sowas, weil mein ganzes Inventar ist voll mit Rotten Meat und so. Kommt was runter, glaube ich. Aber ich habe jetzt 3 Bahn. Yeah, nice, Peter. Oh, jetzt dachte ich schon, einer von uns wurde geklatscht. Nee. Ich habe noch einen Weizen. Ah, tatsächlich, die haben diesen Bug jetzt gefixt. Oh, ein Weizen, gut, wir bräuchten doch ein weiteres Weizen. Warte. Also wer braucht, ich habe noch 3 Bandagen. Der Kollege hat immer gar nichts gedroppt. Nee. Braucht noch wer Wasser? Wasser? Oh ja, ich muss was trinken, aber ich habe noch Wasser. Ja gut. Also man braucht sowieso nicht mehr als 4 Flaschen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen. Und ich habe 5 Coca Beans. 5 Coca Beans brauche ich nicht, ich habe auch noch 5. Okay, ich würde euch empfehlen, halbwegs das Inventar sortiert zu halten, damit man alles halbwegs schnell findet. Und weg ist er. Kaum hat man Bogen rausgeholt, schon ist er weg. Ja. Oh shit. Retreat! Oh Mann, ey. So, jetzt hat. Oh, ich bin gelaufen, scheiße, das wollte ich nicht. Ich hab sehr viel Angst gerade. Oh, da hinten ist Minecraft Star. Ja, ist okay. Geil, wenn sich mal jemand mit sehr wenig Leben reintrauen würde, der eine krasse Rüstung hat und wir ihn einfach klatschen könnten. Das Problem ist, Leute. 3 Leute zu ernähren ist nicht ganz so einfach, deswegen sollten wir relativ. Ich hab noch einen Apfel, falls jemand braucht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ja, ich brauche. Ja, nee, warte mal, wir sollten vielleicht die Nacht abwarten. Danke, John. Get away from the spawn area, it's dangerous, bitch. Ach, das wird dir angezeigt? Ich geh mal hier oben die Kiste. Mach mal. Ja, nee, hier ist keine Kiste respawned. Schade.
Soll ich mich mal um ein Dorf okay, umgucken gehen? Ja, okay, nee, ich glaube, wir gehen weiter. Einfach ja, weil es jetzt auch langweilig ein bisschen. Ja, genau. Ich will nicht sterben. Ja, das ich würde sagen, wir gehen mal hier rein, weil das ist interessant, da ist wer drin. Oh, hier sind richtig viele. Nee, wir sollten direkt rausgehen aus dieser Stadt. Weil hier ja, ist genau. So Spawn-Killing. Da schau mal, da sind ein paar. Ich glaube, die sind noch. Einfach nicht umdrehen und weiterlaufen, die können uns eh nichts. Doch, können sie. Ja, aber wir sind überraschend, warte mal, schnell mal hier. Schnell. Oh Gott, schaut mal im Wasser dort. Ach, ich wurde auch schon von einem Typ mit Starterausrüstung mit Full Iron Rüstung getötet. Ach du Scheiße, schau mal da im Wasser, Dings. Ja. Die sollten wir möglichst umgehen, glaube ich. Na, da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen, wo wollen wir eigentlich hin? Locker Camp ist eigentlich ein ganz gutes Ziel, dann müssen wir hier einmal quer durch. Okay. Wobei, wir könnten vorher in. Jepten ist näher dran. Wir gehen nach Jepten. Moment, ich hab kurz Jepten? Jepten. Y-A-W-P-T-O-N. Wie soll man sonst sagen? Bin ich ein bisschen zu leise oder passt das? Das passt schon von der Lautstärke. Passt. Okay, gut. Wir gehen jetzt nach Jepten. Jepten! Ist Ägypten, Berlinert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ah, das ist der Daisy sehr ähnlich, finde ich. Also, vom Schmuck. Oh, Alter, vom ganzen Feeling her ist das so. Ja, das ist sehr bedrängend, obwohl es Minecraft ist. Bloß die Musik passt gar nicht dazu. Muss man vielleicht im Hintergrund so gruselige Musik. Death Metal! Ja, klar. Huch. Oh mein Gott, mein. Ich sollte, glaube ich, mal an meinem Mod ein bisschen was rumstellen. Moment. M Key Config auf N gelegt. Hier bin ich gestartet in der Wüste. Home Sweet Home. Ich bin da ganz hinten irgendwo gespannt. Gespannt. Okay. Ich bin gespannt. So, jetzt kann ich Fast Sneak aus, Fly Key aus, Autoswim aus. Jumps aus. Mein Gott, ich Double Jump muss aus. Auto Walk, naja, kann anbleiben. Das muss aus. Jump on Water muss aus. So. Das finde ich geil, dass sie es gemacht haben, dass man jetzt durch Wasser genauso schnell ist, wie wenn man läuft. Normal geht. Ja. Ne, ich hatte noch ein bisschen meinen. Ihr seid schon weitergegangen? Oh, ja. Ich chill ja die ganze Zeit noch im Wasser. Ich habe ja noch meinen Mod hier drin und der war noch auf alles testen wegen Update eingestellt. So, okay. Also was mir gerade auch. Meine Stimme kackt ab. Was mir gerade so auffällt, man verliert ziemlich schnell Durst, also Flüssigkeit. Ja, wir laufen gerade durch die Wüste. Da ist das wirklich schneller. Echt? Macht das einen Unterschied? Ja. Ja, durch die Wüste, okay, cool. Baby. Fuck yeah! America! Fuck yeah! Und der Film dazu ist auch übelst geil. Das ist ein Puppenfilm. So. Das ist ein übelst geiler Puppenfilm. Der lohnt sich. Den haben wir während der London-Reise geguckt, ey. Ted ist zurzeit richtig geil. Seid ihr eigentlich noch alle da? Ja, okay. Ich bin noch da und. Da ist die Stadt. Was ist das? Das Tolle ist, in der Wüste spawnen keine bis kaum Zombies. Ja, habe ich schon bemerkt. Ist sehr convenient, muss ich sagen. Höchstens hier in der Nähe von so einem Gebilden hier, aber hier gibt's. Warum läufst du so schnell? Zombie! Oh, das war ein Player-Zombie. Sehr schön. Echt? Ja, jetzt haben wir wieder zwei getreu. Warte mal, du hast eine Schüssel, sagtest du? Ja. Gib die mal. Oh mein Gott, ich bin schon wieder voll mit Scheiße. Ich kann eine Mushroom-Suppe herstellen. So. Oh, ich habe drei Äpfel bekommen. Scheren braucht man nicht mehr, nein. Also ich habe Äpfel und ich habe eine Hoe bekommen. Brauchen wir die? Die Hoe, auf jeden Fall. Also eine Farmstadt noch. Gib mal. Die mit der Wooden Hoe können wir nämlich sowas wie Pilze und Melonen abbauen. Okay, hier war Netherrack drin. Netherrack? Ja. Oh, ich habe Weizen mitnehmen. Gefunden. Was auch immer der bringt. Du hast noch einen Weizen gefunden? Ja, okay, hier. Ich gehe mal hier hoch gucken. Loot Achievement! Yay! Nee, das hättest du gekriegt. Ah, hier oben ist auch noch eine Kiste. Hier ist eine Melone und eine Kakaobohne drin. Na, Kakaobohne kannst du da lassen. Soll ich aus der Melone Samen machen? Nein, auf gar keinen Fall. Kannst du nicht platzieren. Ja, habe ich schon ausprobiert.
Drei Keulen habe ich nur. In der Kiste war ein Netherrack drin, ne? Nein, nicht Netherrack, am Boden. Ach so. Hier ist nochmal was. Unbedingt mal was. Ja, ist. Da habe ich die Sterne drin gelassen. Boots? Ist nämlich schon wieder Kiste respawned. Ich repariere ja, mal meine Boots. Würde sagen. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Immer noch, ein bisschen die. Ich esse hier gerade was. Ich habe mal Achievement. Hey, hier oben ist noch eine Kiste mit Leatherpants und Helm. Was soll ich essen? Soll ich Zombiefleisch essen? Ja, wir haben die Zeit, um hier stehen zu bleiben. So. Also geht's auch weg, ja, die Krankheit. Ja, du 30 Sekunden ganz normal wie im normalen Minecraft, wenn du Zombiefleisch isst. Okay, gut. Einfach nicht bewegen und stehen bleiben. Ja, das mache ich ja immer, wenn ich mehr als eins essen möglichst. Weil das nicht, weil sich der Effekt nicht stackt, sondern einfach so bleibt. Und die Kiste ist schon wieder da. Mit 10 Pfeilen. Oh gut. Nice. Ich hab 15 und 9, also. Das ist echt ein cooles Dorf hier, wa? 18. Habt ihr da schon reingeschaut hier? In das große? Genau, da waren wir gerade eben drin. Ja, aber die Kisten könnten schon wieder da sein. Da ist schon wieder eine drin mit einem Weizen. Weizen ist gut. Wegen Cookies. Cookies sind so das Beste, was man machen kann. Ja, die hier oben ist noch nicht respawned. Heilige Scheiße, Mann, das ist aufregend. Kann da auch mal ein Eisenschwert drin sein? Hier unten noch nicht, aber weiter oben dann. Wir gehen gleich, wir sind auf dem Weg nach Jepsen, da gibt's Eisenzeug. Oh, das wäre sehr scheiße von mir. Was hast du denn getan? Ich bin vom Gebäude runtergefallen. Hast du Fallschaden gekriegt? Ja. Soll ich dich heilen? Nein, ich hab... Ich sollte auch mal Zombiefleisch, glaube ich, essen. Ich sollte Zombiefleisch essen. Ich wollte dir gerade Äpfel geben, aber ich hab die schon selber gegessen. Das können wir auch aufsparen. Jetzt gerade sind wir sowieso ein bisschen durch die Gegend latschen und da passt das schon. Wollen wir mal über diesen Sandberg hier gehen? Na, ich muss jetzt nochmal für 25 Sekunden stehen bleiben. Und für meine Zuschauer, ich habe noch einen weiteren Mod drin, der extra hier für meinen Sie gemacht ist, wo man halt oben zum Beispiel sehen kann, was für wie lange ein Effekt noch anhält und die Minimap stelle ich einfach mal hier auf. Oh, sehr gut. Und unten rechts, dann kann man auch sehen, hier die Rüstung und wie viele Pfeile ich habe. Das ist halt speziell dafür gemacht. Cool. Den werde ich, denke ich, mal in der Beschreibung verlinken. Danke, dann kann ich mir auch mal installieren dann. Genau. Ja, okay. Ich habe gerade, erzähl weiter. Hier ist ein Zombie, pass auf, nicht so schnell laufen. Ja, ich bin dafür, dass wir weitergehen. Ja, und ich habe gerade noch eine Kiste gefunden, da waren zwei Bandages drin, zwei Bandagen und nochmal 5 Pfeile. Also ich habe jetzt, 2x15 Pfeile. Jo. Pfeile? Ich habe keinen Bogen, ich brauche keine Pfeile. Okay. Das ist ein Spieler mit Kettenhemd. Ich würde sagen, für Kettenhemd würde ich den schon töten. Nee, lass mal freundlich mal ausnahmsweise sein. Lasst uns hier nach rechts gehen, lasst den einfach in Ruhe. Ja, aber wenn irgendjemand muss den beobachten, dass er uns nicht zu nahe kommt, und dann passt das. Er geht gerade um die Ecke. Ja, weil man muss auch mal so dran denken, man selber will ja auch nicht immer gekillt werden. Wo seid ihr jetzt hin? Ich hab euch gar nicht in den Augen. Achso, da bist du. Ach, ich hab dich auch gerade gesucht. Ich so, nein! Nein! Forever alone! No! Never! Okay. Forever alone, like a boss. Forever alone. Chillt mal kurz, ihr seid ganz schön weit vorne, glaube ich, oder? Okay, mal hier kurz, ist auch ein Zombie gerade. Zombie, von dem die Pfeile abprallen. Ah ne, jetzt hat er ihn getroffen. Spieler. Hey. Spieler. Wo? Spieler? Oh. Boom? Oh, what? Nein, der hat gar nichts. Er tut nur so. Okay, gut. Lassen wir ihn ziehen. Ja, der hat nichts. Irgendeiner muss den beobachten. Nee, er geht weg, okay. Er geht weg, gut. Dann können wir ihn ziehen lassen. Oh shit, Alter, das ist aufregend. Da unten hat's eine Brücke. Das ist ein Damm. Das ist der Damm. Wir können wir sollten uns jetzt auf dem Damm. Eis halten. Denke ich mal. Okay. Oh Gott, das wird wehtun, aber. Warum, wenn du hier ins Wasser springst? Ah ne, das spürst du nicht. Das spürst du ja nicht, wenn du auf Bord aufgefangen bist. Pass auf, hinter euch ist ein Zombie, nicht, dass er sieht. Ich will dich mal heilen hier. Oh, da! Boah, ich kann schrauben. Nein, ich hab volles Leben. Achso, das hätte ich ja dann gesehen. Also nur zwei Herzen fehlen mir. Passt. So. Thank you, dude. Ja, kann man einfach machen, das kostet nichts. Willst du der Supporter sein? Ja, da bin ich irgendwie immer. Zombie von hinten!